Meine Frage ist, welche deutsche Rockband mag Ramot gar nicht? Rammstein. Ja, Rammstein. Ah, die guten Ramot-Witze. Ist keine Rockband ist, sondern eine Metalband. Aber ist okay. Metalband, actually. Ja. Und damit, hey ho, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Connys Arenaleiterinsel. Ich musste kurz einen Witz bringen, weil die wunderschönen. Danach haben wir sehr viele Volcarona-Witze gemacht wegen Rocks und so weiter. Das war ein schöner Abend. Ja, ein, zwei waren dabei. Nun. Erste Top 4. Du hast 4 Continues und du wagst dich direkt gegen die Psycho-Top 4. Ja. Sehr mutig von dir. Ich hatte gar keine Ahnung von den Top 4. Jetzt kommt nämlich der Part, der scary ist, weil ich halt gar nicht für die gepreppt habe, für die Top 4. Ich habe halt bei den Top 4 mich einfach mal. Tatsächlich habe ich mir die teilweise gar nicht angeguckt vorher. Weil ich halt erstmal nur die Arenen machen wollte und dann alles andere auf mich zukommen lassen wollte. Was auch eine gute Strat ist, weil jetzt hast du halt sehr viel Sicherheit bei dir, weil mit 4 Continues wirst du es wahrscheinlich brauchen, wenn du dich so gut gepreppt hast. Was sagst du zu dem Matchup? Scary. Unheimlich scary. Aber ich muss sagen, ich finde alle Top 4 Teams relativ scary. Darum war es egal. Und ich muss ja eh alle machen. Aber ich habe halt gedacht, kann man mit Psycho anfangen. Psycho ist natürlich super gefährlich. Du hast halt. So das dritte Pokémon von links sieht sehr gefährlich aus. Ich meine, es hat einen Grund, warum das Ding ins Uber geschoben wurde. Die Durchschlagskraft ist einfach insane. 95er Speedbase, wenn du dem Ding Scarf gibst, ist halt so schwer zu Und handeln. Spoiler, das Teil ist tatsächlich gescarft. Ja, das weiß, wissen die Zuschauer auch schon, weil sie haben auch schon ein paar Top 4 Kämpfe gesehen. Also ja, es ist gescarft und wie das jetzt ausgeht, werden wir jetzt erfahren und ich bin hype. Ja, also jetzt wird's richtig spannend, glaube ich, weil die Top 4 ist halt nochmal ein anderes Kaliber als die Oh Arenen. yes. Ja, Slowbro und Greninja im Lead-Matchup. Ich gehe direkt drauf aufs Melamar, weil ich einen LV trage und ich weiß, ich kann da recht viel tanken, aber ich habe vergessen, U-Turn One-Shotte mich einfach. Ja, natürlich, da habe ich jetzt direkt mal ein gutes Gefühl. War ein guter Start für mich. Exakt. Probably mit der beste Start, der möglich war. Und da kommt Tapu Lele rein und du gehst hier direkt raus aus dem Ferrothorn und ich gehe jetzt auf Focus Blast, der Mist. Hey, was ein sehr guter Start für dich. Hey, hey. Oh, ich hasse mein Leben jetzt schon. Aber die gehe ich direkt raus auf Latios und der quittet mich mit Gyro Ball. Hey, du schlägst dich gerade sehr gut bei sehr vielen Optionen und ich denke mir auch schon bei vielen Situationen dann schon, wie viel Pech kann man eigentlich haben? Ja, also der Crit tut halt schon sehr weh. Aber ja, jetzt kommt die Stone Edge Miss und jetzt kommt auch ein Miss aus deiner Seite. Ziemlich hexlastig bis jetzt auf beiden Seiten. Und hier kommt schon die Überstrap. Ich gehe mit Teleport raus und geht's auf Victini. Und jetzt kommt die Frage: Was switchst du rein? Also ich meine, so viele Antworten habe ich dafür nicht, außer Scorecrow. Da kommt der V-Trade und der macht 67%. Ist wahrscheinlich Wisstuff, weil ich bin im Wahlband Victini. Und geh wieder auf Slowbro. Und Slowbro ist eigentlich eine sehr gute Antwort. Und du gehst hier auf Roost, was auch ein sehr schöner Play war. Und probably gehe ich jetzt wieder auf Teleport, weil ich irgendwas safe reinbekomme. Und du gehst ja auf U-Turn. Aber ich kriege trotzdem Switch-Out-Sandwich, weil ich ein schlauer Spieler bin und bin auf Teleport gegangen. Nein, ich bin kein schlauer Spieler und gehe nicht auf Teleport. Und Ja, aber deswegen. Cresselia ist halt auch einfach eine Wand, ne? Ja, aber nicht so eine krasse gerade. Ja, Und also ich jetzt. meine, dass da ein Live Orb Step Dark Pulse keine 50% macht, Und der das ist Muna schon war meiner Meinung scary. nach ein Missplay. Ich hätte ja direkt auf Lightscreens gehen sollen, wegen dem Flinch, der wahrscheinlich jetzt gleich kommt. Ja, Mann, ich gehe jetzt auf Toxic. Aber Ja, trotzdem. ich hab halt drauf gehofft, dass irgendwann mal der Flinch kommt, darum habe ich nicht drin geblieben. Ja, aber gut, ein getoxicetes Greninja ist auch ziemlich gut, weil es ist dann Greninja auch ein Timer und Greninja ist auch ziemlich gefährlich.
Ja, gerade für die Unlicht, für die Psycho-Arena. Mhm. So ein Greninja. Mit den Step-U-Turns dann. Step-U-Turns, Step-Dark-Pulse. Geht auf Lille rein, geh jetzt aber safe auf den Moonblast, um auch selbst dem Firth ein bisschen Schaden zu machen. Du gehst hier auf Knockoff, um mir meinen Rocky Helmet abzuschlagen. Was gut war. Ja, ist super nervig, das Ding. Und jetzt gehe ich wieder auf den Teleport und jetzt hole ich irgendwas rein. Und jetzt gehe ich diesmal auf ein Risky Play. Ich gehe jetzt auf den Speed-Teil ein und was ich nicht gewinne. Schade. Ja, ist ärgerlich an der Stelle. Aber ich gehe trotzdem auf Lilly. Ich habe immer noch eine Chance zu gewinnen, weil ich sehe recht viele Sachen, die ich da machen kann. Und ich triff diesmal einen Focus Blast und diesmal ist Ferrothorn low genug, um wahrscheinlich, dass es jetzt eine Psychic auch killen könnte. Und Greninja ist auch nicht mehr so fit, dass es einfach so reinkommen kann. In dem Moment will ich halt Perro einfach als Sack behalten. Er geht auf Mystical Fire und trotzdem ist der. Ich habe ja gesagt, so beim. Bei Juli, also wo ich ja. Ich für Juli, für Kai, bei Kai aufgenommen habe, wo Galva dabei war, wo ich gesagt habe, wenn diese drei Monster noch fehlen, habe ich immer noch eine Chance zu gewinnen, weil diese drei in der Kombination sind super scary und du siehst, glaube ich, jetzt auch, warum. Jetzt ist das Ferrothorn weg und jetzt habe ich super viele Möglichkeiten, jetzt einfach bei vielen Situationen safe auf Moonblast zu gehen. Ja, ich glaube, an dem Punkt kannst du eigentlich immer auf Moonblast gehen. Genau. Und ja, Slowbro ist einfach nur da, ist eine Wand für dich und du kannst dann nicht viel dagegen machen. Und gehst hier auf U-Turn, wenn ich jetzt wieder auf den Teleport gehe, dann kriege ich wieder Lele rein oder was anderes, was ich nicht tue. Ich gehe jetzt auf Scald. War ein Missplay, finde ich. Aber gehe ich trotzdem auf Lele, weil ist jetzt halt eine 6% Chance, dass du den Kampf verlierst, wenn ich da critte. Ja, klar. Aber hätte man spielen können, aber und jetzt habe ich noch bessere Möglichkeiten. Jetzt kann ich einfach Psychic drücken. Weil Latios ist. Gut, Latios ist noch nicht so stark angeschlagen, aber das kriegt von Psychic im Terrain so viel Schaden. Und jetzt ist wieder Slowbro drin und selbst der Crit macht nur 29%. Und das sieht diesmal ein bisschen düsterer für dich aus, weil. Jetzt kannst du das nicht mehr machen. Nee, jetzt wird's langsam eng in dem Kampf. Das stimmt wohl. Und jetzt gehe ich auf Teleporten. Jetzt kann ich actually einfach mit Lille gehen und Moonblast drücken und. Du siehst ein bestimmtes Muster bei dem Kampf. Ja, ich habe einfach gerade nicht so die richtige Antwort mehr, um Lele zu wallen. Und vor allem kannst du nicht mal eine Prio benutzen wegen Psychic Terrain, was auch super gefährlich ist. Und jetzt gehst du auf eine U-Turn. Also okay war und ich war zwar langsam, aber ich kann jetzt einfach safe auf, was ich nicht tue, aus irgendwelchen Gründen. Ich hätte hier einfach auf Slowbro gehen können, aber ich kann jetzt wieder auf Lille gehen und jetzt zerstöre ich tatsächlich deine Prio und ich glaube, wenn ich jetzt rausgehe und danach wieder in Lille reingehe, dann verlierst du den Kampf. Yep. Ich glaube, dass ich jetzt auch nicht mehr gut an Slowbro vorbeikomme. Ich glaube, dass ich jetzt noch U-Turn. Ja. Wieso gehe ich? Bin ich hier aber drin geblieben? Ja, das hat mich auch gewundert, weil hätte ich EQ gedrückt, hätte ich den Kampf einfach gewonnen. Yes. Ihr habt nicht damit gerechnet. Ich auch nicht. Wieso bin ich nicht auf Slowbro gegangen? Weil das war actually ein Joke von mir. Ja. Da habe ich nicht mit gerechnet. Na ja, gut, ist dann halt eine 50-50, ne? Ne, das war keine 50, das ist einfach ein Joke von mir. Ja, aber du machst halt aus dem Safe Play, machst halt eine 50-50 damit. Ja gut, egal. Weil für mich war der Play zu U-Turn und auf den Slowbro Switch in dann Swallow reinzuholen. Darf ich ansprechen, dass ich Zama mit der Psychic gecrittet habe? Ja. Aber ich glaube, beide Male, glaube ich, nicht matternd. Nein, auf keinen Fall. Nicht mit Psychic Terrain. Da war Psychic Terrain auch. Nee, da war nicht mal Psychic Terrain draußen. Ja. Also, ich glaube, war jetzt nicht so schlimm. Mhm. Ich glaube, die einzigen, in Anführungsstrichen, Hacks, die in dem Kampf passiert sind, waren Focus Blast Mist, aber du musstest halt, hast doch glaube ich dreimal oder so gedrückt, also da darf man den auch schon mal missen. Das stimmt. Aber ja, damit hast du dein viertes Continue verloren, jetzt hast du nur noch drei Continues und ich würde sagen, wir springen zum nächsten Kampf und hast du dich nochmal in Psycho versucht? Die Antwort lautet, ja, hast du. Ja. Genau, diesmal habe ich halt ein bisschen das Team-Up geändert und mit ein bisschen meine ich, glaube ich, habe zwei Pokémon weggenommen. Du hattest vorhin. Ja, auf jeden Fall Lavados habe ich jetzt mitgenommen. Was ist denn vorne noch drin? Scorbunny.
Torgo hatte ich gerade noch mit drin. Und du hattest Gliscor und Volvrock hattest du drin, aber Volvrock bringt dir nicht viel, wegen, weil du keine Prio nutzen kannst wegen Psychic Terrain. Ja, aber gleichzeitig ist Volvrock mit 110 Speedbase trotzdem mit alles ist schneller als alles, außer Scarf und Latios. Das stimmt. Also es ist auch nicht so wichtig, dass es die Prio hat. Aber wird es das Matchup ändern, ist die Frage. Finden ja, ich wollte auf jeden Fall, ich wollte auf jeden Fall zusehen, dass ich mit Moltres habe ich eine deutlich bessere Antwort auf Victini. Mhm. Und ich bin einfach davon ausgegangen, dass das Scarf Nidoking vielleicht nochmal hier oder da nochmal ein bisschen was machen kann. Mhm. Aber ja, dann wollen wir mal schauen, wie der Kampf diesmal ausgegangen ist. Lied bleibt gleich. Dein Lied bleibt gleich und... Dieses Mal misplayst du nicht und gehst in Dingens. Aber bleibt hast die... Aber du hast diese 50-50 gewonnen und... Ja. Was die 50-50 war, ich hätte einfach auch Malamar gehen sollen. Was wahrscheinlich der Safeplay war für den Zeitpunkt. Aber trotzdem, ich sage, ich mache super viel Schaden. Und da ist jetzt auch schon der Moment. Ich bin hier safe geblieben, habe nochmal Psychic gedrückt. Geh raus auf Cresselia. Du hast Joy Scarf. Ja, ich bin Joy Scarf. Ich bin trotzdem safe geblieben. Ja, und dann sind wir wieder in dem Matchup, wo ich wieder auf den Flint hoffen muss. Bin ich diesmal auf den Lightscreen gegangen? Ja, ich bin diesmal auf die Screens gegangen, weil es actually gut ist, vor allem weil du Latios. Du hast sehr viele Special Attacker, außer halt Ferrothorn, aber Ferrothorn kommt jetzt auch rein. Und da kommt jetzt auch Latios rein mit einem Mystical Fire und du bist hier gezwungen rauszugehen. Aber ich hab mich gewegert. Und da kommt jetzt auch dein Latios und glaube, ich sollte das überleben, aber du gehst jetzt wieder auf Ferrothorn rein. Und ich gehe jetzt auf Lele, weil ich mit dem Draco gerechnet habe. Genau. Und hab ich halt eben, genau das wollte ich halt haben, das Matchup. Dass ich da doublen kann. Mhm. Diesmal versuche ich jetzt mal mein gutes altes. Das macht so viel Schaden. Jetzt kommt die Earth Power, die keinen Schaden macht wegen AV und Light Screens und ich kill jetzt das Nidoking. Und ja, ich versuche jetzt gerade halt, einfach den Lightscreen zu stallen. Den Lightscreen stallen ist gerade halt extrem wichtig für mich. Mhm. Aber das ist im Moment eigentlich egal, weil ich habe immer noch sehr offensive Threats draußen. Und gehe ich wieder auf das B-Tie oder will ich, habe ich Balls? Nee, ich gehe nicht auf das B-Tie, ich gehe safe, gehe auf Lille. Ich habe keinen Grund, das B-Tie zu riskieren und du hast die 50-50 verloren. Du hast gedacht, ich gehe wahrscheinlich auf Focus Blast, aber ich bin hier safe gegangen auf Moonblast. Ja. Genau. Und jetzt sieht ziemlich schlecht für dich aus. Ja, es ist, ab dem Punkt ist es, glaube ich, noch spielbar. Ja, aber es sieht trotzdem nicht sehr gut für dich aus. Ich kann jetzt einfach Weak Red drücken und irgendwas droppt. Und das gerade droppt, ist dein Swallow. Jo, aber jetzt kommt dafür halt Gren rein und Gren killt irgendwas. Wobei, naja, Lele lebt, glaube ich, sogar einen Dark Pulse. Und hier sack ich meinen Latios. Was kein Sack war, weil es überlebt, weil es cool ist. Aber es ist trotzdem Sack. Aber ich mega es nochmal, weil es cool ist. Ändert, glaube ich, auch nichts, dass ich da nochmal Live-Op-Damage krieg. Yes. Und dein Ferrothorn hat sehr gute KP. Ich gehe jetzt auf Victini, um den Switch auf Ferrothorn zu protecten. Das ist aufgegangen und jetzt hast du den Kampf verloren. Ja, an dem Punkt habe ich den Kampf verloren. Ich hätte es, glaube ich, wenn ich da einfach drin geblieben wäre, hätte ich gewonnen. Also es ist wieder der zweite Kampf jetzt gegen die Arena, wo eine 50-50 den Kampf entscheidet. Nein, nicht Arena, Top 4. Zweites Mal Top 4. Also ich hätte auch einfach Focus Blast danach treffen müssen. Ja, aber du hättest critten müssen. Weil ja, ich glaube, ich kann nicht, ich weiß nicht, ob ich dich one-hitten kann mit Pharaoh, aber schon. Du musst halt, aber sonst, selbst wenn nicht, musst du halt zwei Focus Blasts treffen. Hey, Psychos dann dominieren. Ja, Psycho ist stark. Oh ja. Und ja, da... Ist wieder,
zweites Continue weg. Dann ist das ja nur noch zwei Continues und jetzt sieht es ein bisschen düsterer für dich aus in der Top 4. Jetzt wird's richtig scary. Jetzt wirst du dich nicht mehr so sicher hinten bei deinem Stuhl, ne? Ja. Was? Was? Aber dein Stuhl ist... Bei meinem Stuhl? Gleich kommt ein Messer raus. Ich stech dich ab, erstmal. Richtig krass. Ja gut, aber jetzt halt zwei Continues weg. Ich habe noch keinen von den vier Top-4-Mitgliedern besiegt. Jetzt wird's wirklich scary. Aber die Frage ist, was wirst du tun? Wirst du beim nächsten Part nochmal Psycho herausfordern oder wirst du eine andere Top 4 versuchen? Finden wir's da raus, oder? Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn's wieder heißt... Ponys Arena-Leiterinsel? Richtig! Bis dann und ciao! Ciao!